Was geht ab, YouTube? Da sind wir wieder mit einer frischen Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir ja einerseits uns die Rüstung, die eigentlich für Mr. Khan gedacht war, gesnackt. Und wir haben uns auch am Ende eine neue Fähigkeit geschnappt, nämlich die unsterbliche Flamme, glaube ich, hieß sie. Und damit können wir jetzt unser schönes Katana endlich in Brand setzen und dann alles abfackeln, was sich uns in den Weg stellt. Und, okay, hier kann ich dann einfach so raus. Gut. So, na, jetzt müssen wir einmal zu dem Typen zurück, damit er weiß, dass die Geschichte auch wahr ist, die er uns da erzählt hat. Yep. Ihr seid wohlbehalten zurück. Der Aufstieg war tückisch. Doch ich habe den Weg der Flamme erlernt. Er ist unbändig und mächtig, mein Herr. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Der Weg der Flamme wird nur die Mongolen vernichten. Was sie jetzt halten, by the way, beide... Was? Jetzt halten, by the way, beide Tasten von meiner Maus nur mit Taser. Ich glaube, du meinst Seitentasten, oder? Und Autokorrektur hat dich gebumst. Also, was ist denn das, ey? Ist das ein Clownspiel inzwischen, oder was? Das wird sowas von ausgerüstet, Digga, ne? Holy shit. So, jetzt können wir im Prinzip... Das ist da. Okay. Lass uns als erstes mal die Dinger hier alle einsammeln noch. Okay, dann haben wir das aufgedeckt. Dann geht es jetzt nochmal in die andere Richtung. Ja, easy, Digga. Mibu, das ist so schade, dass diese ganzen Samurai-Settings nicht dein Geschmack sind, ne? Ist echt schade, Alter. Na, du hässliches Kackschwein. Ja, kommt. Ja, okay. Bleib doch hier. Ja, du Misset, ey. Thank you.
Den Sprung kann ich auch. Flexer. Also Eddie, wenn du wirklich eine neue Maus dann hast, ne, musst du deine eigentlich jetzige Maus einrahmen, ne? So Bundesverdienstkreuz oder so verleihen. Irgendwie sieht es aus, als wäre der Baum falsch rum platziert. So. Joink. Dann haben wir die hier abgehakt. Wir können eigentlich mal... Warte, dafür müssen wir jetzt erst nochmal abchecken. Sammlung. Wir haben noch 8 Schreine. 4 heiße Quellen. Und noch 8 Säulen. 4 Schreine. Boah. Okay, wir gucken einfach mal, was hier als erstes in der Nähe ist. Na, guck mal, da kommen wir sogar direkt in ein neues Gebiet rein. Dann lass uns das doch machen. Plus 4,9 ist eigentlich nur die 0. Ja, ja, genau, 01. Jo, warte, dann lass uns doch den scheiß Schrein da hinten zuerst machen, oder? Ich weiß halt nicht, wie weit das ist. Ich glaube, das ist aber auch nicht so weit. Da unten ist der nämlich schon. Let's go. Ey, die Mucke ist geil. Kann man nichts anderes sagen, ja. Die Frage ist, wollen die eine Vorwahl von Festnetz haben? Oder von deiner Handynummer? Weil ansonsten, keine Ahnung, 0151 oder so ein Shit. Was war denn das jetzt für ein wilder Sprung, Alter? Mobil? Ja, ist doch easy. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie gucken, wie ich darauf komme. Auf den Schrein. Okay, so nicht. Die Arschnasen hier sind ja weg inzwischen. Wenn nicht, dann klatsche ich die jetzt alle um. Hey, what the fuck? Warum hat deine letzte Nachricht kein Dingens? Weder Mod noch Prime. Was ist denn da los? Ich glaube, ich muss hier durch, oder?
Ja, Bro, ich kann halt dann deine Handynummer nicht auswendig, ne? Sonst würde ich es dir direkt sagen. Aber ich kann dir nur empfehlen, mach sowas am besten einfach auch vor Ort. Mit einem Mitarbeiter. Einfach so ein Beratungsgespräch. Moment, Vorräte brauche ich. Okay, da kommen wir ja nicht offensichtlich lang. Wir müssen da hinten irgendwie rüber. Oder will... Na, der würde sich aber nicht festhalten, so, oder? Okay, warte mal. Das können wir ja testen, ob er es würde. Nee. Würde der nicht. Aber wie soll ich denn da... Hä? Warte, ich muss da nochmal hoch. Was? Hä? What the fuck? Wie kann das denn sein, dass ihr keinen einzigen Dingens vor Ort habt? Guck mal, da ist der nächste. Wie soll ich da hinkommen? Ja, einfach straight rüber jumpen funktioniert nicht. Ich glaube, man kommt von da hinten. Aber wie soll ich dann da rüberkommen? Wie gesagt, das Ding in da ist das Einzige, was ich sehen würde. Aber dafür müsste ich ja auf den Felsen. Aber wie soll ich... okay. Nevermind. Rätsel gelöscht. Okay, dann halt nicht. Tschüss. Ja, Bro, wie soll ich das jetzt machen? Es funktioniert nicht. Spiel, was willst du von mir? Wie, du kriegst eine neue... Hä? Digga, was machst du da? Wie soll das funktionieren hier? Ich raff's nicht. Kann das sein, dass ich den Schrein noch nicht machen kann oder so eine Scheiße? Na. Ich bin so verwirrt. Ja, glaube ich dir, Digga. Ich bin auch verwirrt gerade, aber bei mir liegt es an was anderem. So. Wie hat sich das Spiel das hier vorgestellt? Wenn ich von hier aus springe... Ach, wow. Stark. Ganz stark. Das funktioniert nicht. Was willst du von mir, Spiel? Ah ja, klar, sicher. Ja, von hier aus macht keinen Sinn, dass er das dann grabben würde.
Ach, jetzt komme ich ja gar nicht mehr hoch. Nice. Ja. Eddie, deswegen habe ich doch hier geguckt. Sonst hätte er gestanden, du kannst es jetzt noch nicht machen. Aber es steht da nicht. Das heißt, es muss ja irgendwie gehen. Und das muss ja eigentlich auch einen Sinn haben. Kann ich vielleicht da auf den Ast? Und von... Ja, aber von dem Ast komme ich ja nicht darüber. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Nice. 10 von 10 das Game. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum ich hier hoch kann. Nicht einfach nur um da... Aha, guck mal einer an. Aber nur vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Halt dein Maul. Ist aber auch nett von dem Dude, der hier die ganzen Steine angeschmiert hat mit roter Farbe, damit ich weiß, wo ich lang muss. Sie erhalten ihre neue Rufnummer mit der schriftlichen Auftragsbestätigung. Oder steht das da einfach immer? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe keine Ahnung, was da bei dir gerade Phase ist, Mifo, aber das ist nie normal. Das würde mich wundern. Aber Mifo, du kannst im Zweifel auch einfach deine Mitbewohner mal fragen, wie die das machen. Ach da. Bro, ich drück R2, Alter, und... Ach, egal. Ja, die machen gar nichts. Wie, die benutzen kein Internet? Was ist mit denen nicht in Ordnung? Zwei von denen sehe ich nie. Warum, sind es Vampire oder was? Einer kann kaum Deutsch. Digga, was für eine fucking WG bist du mit dem gelandet? Ansonsten frag mal bei dir auf der Arbeit nach. Wie die Leute da Internet bekommen. Das Töten eines Gegners erhöht ein paar Sekunden lang den Nahkampfschaden geringfügig. Ja, okay, Bro. Ganz behalten die Scheiße. Zauber, gönn Kollege. So, Schrein verlassen. Ja, mein Chef hat sich ja auch extra einen Router gekauft. Ach so, okay. So, das nächste Ding wäre weiter weg. Jetzt gucken wir mal. Das noch weiter weg. Noch weiter weg. Noch weiter weg. Okay. Gehen wir doch wieder hier hin. Okay, hier meine ich. Ah, warte mal. Doch, ich kann wohl hier hingehen. Haha. Kann ich eigentlich vielleicht hier weitergehen auch? Ist das possible? Na, ja.
Wieder ein neues Gebiet. Aha, sie hat eine Grille? Fragezeichen? Ja, da sehe ich sie schon. Glaube ich. Perfekt. Sonst ist hier nichts, ne? Nope. Okay, in die Richtung. Ah, da ist der Fuchsbau, ja. Nee, den habe ich selber installiert. Das ist nicht so schwer. Digga, die greifen einmal an und dann rennen sie weg wie kleine Missgeburtenkinder. Ist ja fast, als wärst du hier im Straßenkampf. Die kommen nämlich auch hier immer mit ganz vielen an. Große Fresse, einmal zuhauen und dann verpissen sie sich. So, was ist denn das? Ja, aber da waren wir ja schon. Führt der uns jetzt noch mal weiter zu dem nächsten? Ne, führt er nicht. Der hat auch schon abgedreht, Digga. Der so, da ist so ein Psychopath auf dem Pferd, der verfolgt mich. Bitte helft mir. Oh, hi Bär, was geht? Nee, du lässt das Pferd in Ruhe. Es kann auch sein, dass die dir eine Festnetznummer geben. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da Phase bei dir ist. Hast du irgendwie eine Adresse auch eingegeben? Weil die meinten ja irgendwie was von Auftragsbestätigung irgendwie schriftlich. Oder schicken das per Mail? So. Okay, der ist leider weg.
Seit wann greift er dreimal an? Die wissen sogar die Farbe meiner Unterhose. Fuck. Ich würde dir anzeigen, Mifu. Aber es kann sein, dass sie dir dann einen Festnetzanschluss machen. Okay, warte, lass mal glotzen. Die liegen alle auch in derselben Richtung. Und das ist auch nicht so weit. Scheiß auf die, bin jetzt bei 1 und 1. Easy, Digga. Oh, der will doch noch kämpfen? Krass. Das war eine normale Patrouille hier. Da ist schon wieder die nächste. Hey. Alles wird wieder gut. Sie hätten mich fast getötet, mein Herr. Ja, aber nur fast. Danke. Ihr seid frei. Sucht euch ein sicheres Versteck. Es gibt keins. Die Mongolen griffen viele von uns an der Kreuzung auf. Sie kontrollieren das ganze Gebiet. Ah, das gibt mehr lange. Das gibt wieder Dingens. Eine Markierung auf der Karte. Ja, pass auf, dann... Ja, aber das ist ja hier vorne direkt. Dann kann ich das eben schnell einfach einsammeln und dann danach kann ich das mongolische Bumslager hier hops nehmen.
Bär? Yes. Naja, Schweine. Ihr könnt mich mal. Was ist denn das jetzt? Genau vor uns? Ah, hier. So, noch 4 Stück anscheinend. Dann haben wir alle durch. Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Pass auf, dann machen wir als erstes das Lager hier. Ah, da oben ist ein Banner. Alle Anschlüsse, die du bei dem Router brauchst, werden mitgeliefert, Mepo. Ja, ja. Haben die bei uns hier im Gebiet auch, Eddie. Jetzt habe ich nicht geguckt, weil ich drücken muss. Ich habe nur den Anfang gesehen. Also, 2, 2, 1, 1, 2. Okay. 1, 2, 1, 2. Ich habe das X zu langsam gedrückt. 1, 2, 1, 2. Bababam. Ja, habe ich doch gedrückt. Babam, babam, babam. Ach so, nee, im Normalfall nicht. So, das war aber nicht das Kacklager. Das Kacklager liegt in die Richtung. Ich
Hey. Ja, ja, die sind alle gleich. Die sind alle gleich. Wenn die da was geändert haben, dann schicken die das sowieso alles mit. Dass du nicht extra nochmal irgendwas kaufen musst. Oder irgendwo anschließen musst, wo du den Anschluss gar nicht verhasst. Das wisst ihr auch nicht. Sagt mir nur, wie haben sie euch erwischt? Ich war unterwegs auf der Suche nach Hilfe. Doch ich sehe nachts nicht. Ich habe die Mongolen am Weg erst bemerkt, als es schon zu spät war. Wenn sie noch dort sind, erledige ich sie. Okay, also wieder eine Markierung auf der Karte. Ihr seid frei. Aber warum fangen die erst jetzt an, uns den Scheiß dann zu geben? Das haben die doch vorher auch nicht gemacht. Und ich habe echt viele von diesen komischen Geiseln so schon befreit gehabt. Na, egal. Okay, Jungs, ihr wollt jetzt nicht anders. Boah, es hält aber gar nicht so lange, ne? Ah, warte mal, wir können den Scheiß doch upgraden. Ne, können wir nicht. Ne, können wir nicht. Fuck. Egal, haben wir das jetzt? Okay, alles, was wir hier machen können, haben wir jetzt auch schon. Was? Kupschur? Die Kupschur begann als Abgabe, die die mongolischen Herrscher auf die Viehherden ihrer halbnomadischen Untertanen erhoben und wurde zur Grundlage der Besteuerung im gesamten Mongolenreich. In diesem System werden Mongolen auf militärischen Feldzügen nicht entlohnt, sondern müssen sogar Zahlungen an ihre direkten Kommandanten leisten. Alles klar, Digga, so kann man es auch machen. Diese Regelung spornt zum Plündern eroberter Gebiete an, da die Truppen neben den Forderungen ihrer Vorgesetzten auch noch genug für sich selbst verdienen müssen. Ja, Digga, macht die Politik ja nicht anders, ne? Musst ja auch Steuern für nichts zahlen, Alter. Hat er nicht gesagt, doch hat er gesagt. Halt dein Maul. Okay, Alter, beruhig dich, what the fuck? Interessant. Woo, ich habe kein Feuer mehr. Hey, okay, es wurde Fehler gemacht. Bro, wir haben nicht Silvester. Oh!
Ja, gut. Das wäre das Lager gewesen. Was haben wir denn hier noch alles? Nix. Jetzt schon am Rumzündeln. Ja, Sigi. Hallo? Geübt sich. Okay, Eisen ist voll. Deshalb kann ich 80.000 mal drücken. Ich glaube, das Zelt hier habe ich auch schon geplündert, oder? Okay, da oben ist, glaube ich, nichts. Okay, das Lager haben wir durch. Okay, Talisman. Also die beiden sind am nächsten. Nee, ab dem Zeitpunkt, wo das Ding geschaltet wird, die Leitung. Ab dem. Oder mal zumindest Vertraglaufzeit. Warte. In welche Richtung muss ich überhaupt? Ja, an die. Ja. Buschcamper. Tarkov. Ja, wobei in Tarkov, da schießen die Büsche. Hier kommt nur eine Klinge raus. Kein Ding. Ne, warte, von dem redet... Doch, von dem redet der, okay. Und das hier ist der Eingang auf jeden Fall. So, da kann ich nicht ran. Da muss ich nicht hin. Da ist kein Haken zum Klettern. Da ist aber einer. Alles klar, Mifu, dann schlaf gut, ne? Und wir hören uns. Bye-bye. Ja, ich muss in die Richtung, ja. Okay, warte. So. Klar, sicher. Wie bucht sich er? Die weißt du doch, ist wie mit einem Urlaub. Damit du schon schön viel zahlst, Alter, aber keine Gegenleistung dafür bekommst. Huh?
So. Dann haben wir nämlich den Schrein. Vorteile und Fähigkeiten, die Gegner verängstigen, treten mit einer Chance von 25% eher auf. Ah, irgendwie hat mich das bisher alles nicht überzeugt. So. Das ist Richtung Base. Das ist nicht Richtung Base. Das auch nicht. Das heißt, wir machen das, weil das führt mich in die Richtung der Basis und dann habe ich auch das Ding eingetütet. So, dann auf unser Pferd. In die Richtung. Ist richtig, ne? Ja, ist richtig. Ich wusste nicht, dass das immer noch Teil von dem Dingens ist. Die Animation hat mich komplett verwirrt, ey. Es hat mich komplett verwirrt, ey. Alles wird wieder gut. Ihr seid frei. Sucht euch ein sicheres Versteck. Ich werde nicht weit kommen. Die Mongolen kontrollieren die nahe Straße. Sie ergreifen jeden Passanten. Überlasst diese Mongolen mir. Vor denen seid ihr bald sicher. Ne, Bro, gib mir doch noch weniger XP für die Scheiße. So, dann hole ich aber erst das Lager und lasse das andere noch markiert. Okay, hier brauche ich, glaube ich, nicht probieren, runterzukommen. Ja, hier ist ein Abstieg. Okay, nice. Ich finde das so geil, so Wachhunde, Alter, und die fliehen jetzt alle. Hot Augen auf!
Mongolischer Speer. Speere und Lanzen sind billiger und einfacher zu produzieren als andere Metallwaffen und gelten als ideale Waffen für neue Rekruten und Soldaten von niederem Stand. Lanzen ermöglichen es Fußsoldaten, Gegner auf Distanz zu halten, aber auch schwere Kavallerie setzt effektiv Lanzen ein, die manchmal noch mit Haken und Schlingen versehen sind. Ich wollte gerade sagen, die Basis ist doch noch nicht fertig, oder? Aber ich sehe hier keinen mehr. Da ist noch einer. Servus. Ja, okay, Bro. Man kann es auch echt übertreiben. Also Achtung von oben. Tot. Ich liebe es, wenn du das Movement von dem Gegner nicht lesen kannst. Das ist das Schönste, was man sich in diesem Game vorstellen kann oder auch sonst in einem Spiel. Ja, okay, in Sekunden wird das nicht passieren. Außer vielleicht sowas wie Battlebit. Ey, Jungs, könnt ihr mal aufhören da hinten? Was soll denn die Scheiße? Ja, hier ist der Fuchsbau. Ah, da ist er. Ah!
Angriffswaffe muss zerstört werden. Wo steht denn das? Ja, okay. Dann hol dir mal so eine fette Leitung. Mach das. So, jetzt gucken wir mal. Ja, okay, das macht am meisten Sinn, dass wir das machen. Ah, erstmal gehe ich jetzt darüber und guck mir an, was das da für ein Shit ist. Uns geht es gut. Unsere Häuser sind zerstört. Aber wir leben noch. Bitte, nehmt als Dank alles, was ihr findet. Lass mich nicht zweimal sagen. Looten! Ja, enttäuschend. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, ich stell das Ding doch nochmal auf. Ja, oder Jedi Survivor, Digga. Sind ja auch auf dem PC 150 GB, glaube ich. Ah, hier könnten wieder Grillen sein. Na, hört mal, Jungs. Also, ist doch kein Umgang hier. Seid ihr bescheuert? Das ist ein fucking Friedhof, Alter. Und nicht euer dreckiges Zuhause. Hier brennt der Helm, Kollege. Ein Schütze! Wo kommt das? Seid ihr behindert? Schade, ich dachte, die hätten vielleicht noch irgendwie einen Dialog oder so, aber... Offensichtlich nicht. Gönn dir, Eddie, gönn dir.
kämpfen wir. Nee, keine Ahnung, Eddie. Kann ich dir noch nicht sagen. Wahrscheinlich aber frühestens Ende des Jahres. Füttern. Jetzt ist alles gut. Es ist vorbei. Ich wollte nur ein warmes Plätzchen finden. Aber sie hatten das Gehöft an der Westküste der Sago-Präfektur eingenommen. Wenn ich mit ihnen fertig bin, könnt ihr zurück. So, kurz abchecken, ob das der Shit da unten sein soll. Ach so, geht ja immer noch nicht. Oh, halt dein dummes Maul, du Kackvieh, Alter. Nee, es ist nicht das da links unten. Ja, ja, klar. Da haben wir noch gut Zeit für. Das Heiko ist da oben. Richtig tierfreundlich hier. Im Normalfall schon, ja. Preisgabe von Schutz. Gefrorene Wächter. Oh, das klingt geil. Zusammen ausharren. Ne, wir nehmen das mit den gefrorenen Wächtern. Ein Herz verwehrt sich zu scheitern. Nee, ein Herz verwehrt zu scheitern. Umarmt das grüßende Licht. Hackt das Holz und tragt Wasser. Nein, das erste. Jo, bis gleich. Stets weiterkämpfen. Widerstand leisten. Widrigkeiten trotzen. Gefrorener Wächter. Mein Herz verwehrt zu scheitern. Widrigkeit trotzen. Boah, ne, Alter, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt die auch noch zu klatschen, Hüa!
Glück zu haben! Ach shit, ich hab ja kassiert. Feuerlanze. Die Feuerlanze trat zum ersten Mal als kleines pyrotechnisches Schwarzpulverinstrument in Erscheinung, das an Speeren befestigt wurde, um Gegner im Nahkampf zu schocken. Dank stetiger Fortschritte in den letzten 300 bis 400 Jahren wurde das pyrotechnische Instrument immer leistungsfähiger. Moderne Feuerlanzen verzichten ganz auf die Speerspitze und entladen stattdessen Flammen, Schutt und Kügelchen mit einer Reichweite von etwa 10 Shaku. Ja, gut. Wissen wir natürlich alle die Maßeinheit, ne? So, haben wir das. Die liegen alle in dieselbe Richtung, ne? Dann machen wir das Ding hier als nächstes. Wieso im Kampf? Hä? Bro, hier ist kein Schwanz mehr. Was willst du von mir, Spiel?
Bein juckt. So, kann ich jetzt vielleicht reisen hier? Ja, natürlich, klar. Natürlich kann ich es nicht, Drecksgame. Boah, Digga, wie viele Scheiße haben wir schon gesammelt? Ja, was will er denn dann von mir bei Ausrüstung? Okay, das ist gut. Die können wir auch direkt komplett voll machen. Das werden wir auf jeden Fall dann machen. Wenn wir die Möglichkeiten dann später wieder dazu haben. Okay, aber ansonsten ist hier nichts, ne? Baby. Nee, da oben ist nichts drauf. Mein Bein juckt immer noch. Okay, da drin meldet sich keiner.
Nicht jemand? Fuga! Bro, ich hab geblockt, du Hurensohn-Spiel. Digga, das ist doch nicht mehr dein verfickter Ernst, Alter. Ja, komm her, du Nottenkind, ey. Doren Wichsgiftpfeilen, Alter. Brenn du mal schön. Mongolenhelm. Der Mongolenhelm besteht hauptsächlich aus Eisen und gehärtetem Leder und ist eine schwerere Variante der einfachen Kopfbedeckung, die mongolische Krieger tragen. Er hat typischerweise die Form eines abgerundeten Kegels und verfügt über Ohrenschützer sowie einen Lamellenpanzer für den Nacken, der die Bewegungsfreiheit kaum einschränkt. Für mehr Wärme und Komfort wird der Helm mit Fell gefüttert. Was meinst du, wird bei Lords of the Fallen lustig? So, haben wir das. Wir können ja mal... Warte mal, wir können auch eben das hier noch machen. Ja, komm, wir machen erst das mit der Entschlossenheit. Die haben nur irgendeinen Shit. Samurai! Was ist denn, Samurai?
Aber die Hunde haben sich so erschrocken, die haben ihr Fell fallen lassen und sind abgedampft, ja. Ah, nice, danke. Die ganze Spiel. Ja, mit dem Funny Moments Video hier in Ghost of Tsushima wird ja wohl nichts, ne? Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Ah, da hinten ist auch wieder ein Bumsturm. Perfekt, dann können wir den nämlich auch direkt mitmachen. Fuchsbau, das Problem ist, hier sind Spastikinder noch. Nett, dass der Fuchs einfach chillt und wartet. Ja, dann fehlt jetzt noch ein Schrein von diesen Inari-Dingern, dann haben wir alle.
Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Bam, 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 bam. Wer hat sich die Tastenkombination ausgedacht? Da, 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 da. Okay, also oben, unten. Da, 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 da. Ah, fuck. Was habe ich nach L1 gedrückt? Habe ich doch gedrückt, hä? Da, 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 da. Nein, verdammt. Da, 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 da. Oh, Eddie, guck mal. Die haben dich als Maske hier eingebaut. Krass. Voll nett von denen. Flashbang. Talisman des unebenen Stands. Haftbomben werfen alle betroffenen Ziele zu Boden und machen sie länger verwundbar. Ja, sehr gut. Ist so, mich heiligen da einzubauen, ist wirklich nett. Digga, wer dich denn verarscht, Alter? Holy Banane. So. Das geht nicht weiter, ne? Guck mal, leveln können wir auch nicht mehr. Und mehr Entschlossenheit gibt es anscheinend nicht. Der kleine Vogel gedacht, der kann mich backstabben oder was? Ist er. Schau doch, wie die Maske heißt. Ja, alles gut. Die wollten ursprünglich Idioten schreiben, aber dann haben die halt gesagt, ja, nee, dürfen wir nicht. Und deswegen haben sie dann heilig geschrieben. Ich habe mit den Entwicklern telefoniert, die haben mir das erzählt. Machen oder so? Das sieht so sass aus.
Stark. Gutes Spiel. Nee, das ist ein anderes Dingens gewesen, okay. Ich dachte gerade so, hä? Ist das nicht der Anfang, von dem ich kam? Das konnte jetzt auch nicht sein. Talisman von, was? Nigi Hayahi no Mikoto, Talisman des Himmels, verursacht bei voller Gesundheit mittleren Bonusschaden. You got my attention. Warte mal. Ist vielleicht nicht so verkehrt, ne? Also ich mit den Brandbomben-Shit kam ich ja vorher auch zurecht. Gut, man kann natürlich jetzt argumentieren, ich kam auch ohne diesen Talisman jetzt vorher schon zurecht, aber gegen Bonusschaden hat man noch nichts zu sagen, oder? So. Ich glaube, wir haben alle Schreine jetzt. Warte mal, Sammlungen. Wir brauchen noch einen Inari-Schrein und einen Shinto-Schrein. Also haben wir doch noch nicht alles. Okay. Aber ich glaube, dann kann ich hier erstmal gar nicht weitermachen. Bambusstände gibt es auch noch 4 und noch 5 Haikus. Achso, nee, warte mal. War noch gar nicht fertig. Ha. Oh, das ist sogar sehr nah hier. Das andere war jetzt auch nicht gerade weit entfernt, aber ich glaube, das hier ist näher. Wahrscheinlich da oben drauf, oder? Ja. Ja, ist nicht schlecht. So, das ist jetzt weiter weg. Das ist erstmal komplett weg. Dann können wir das mit dem Fuchs noch machen. Ja.
dein Maul. Okay, wenn da ein Pfeilschütz ist, dann brauche ich... das war knapp, Alter. Dann brauche ich auch nicht mit meinem Dingens kommen, mit meinem Pferd. Auf jeden Fall ein Hinweis, wo wieder ein Dingens ist. Ein besetztes Gebiet. Könnt ihr irgendwo hingehen? Ich weiß nicht, mein Herr. Ich war auf der Straße unterwegs, als ich auf ihren Außenposten stieß. Die Mistkerle verschleppen jeden, der passieren will. Ich räume die Straße. Versteckt euch so lange. Noch eine Nebenquest? Fürst Sakai. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefelgeruch. Oder fürchten ein Bad, mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushimas heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Okay, doch keine Nebenquest. Da ist aber auf jeden Fall auch irgendein interessanter Ort. Ja, wobei ich brauche Bärenfelle, ne? Ich kann mit der XP nichts mehr anfangen. Bin nicht abgestiegen, keine Ahnung. Nice. Ich glaube, das war auch die Bestätigung, dass wir jetzt alle, ja, jetzt haben wir alle Inari-Schreine. So. Aber hier wird sonst nichts mehr angezeigt, ne? Wir können es ja mal durchgehen.
Warte, was stand da? Okay. Das ist nur die Info. Aha. Wind der Gesundheit gibt's also doch. Dann können wir ja direkt hier nochmal vorbeifahren. Das wollten wir ja auch noch machen. Ist wieder ein Bär? Ach so, das hatte nichts mit dem Ort zu tun, sondern nur mit der Geisel hier, okay. Danke. Geht. Also Voice Crack. Das ist für euch, Fürst Sakai. Zu Hilfe! Hä? Jetzt schon wieder, Alter. Oder hat die jetzt sogar noch eine Nebenquest für mich? Naja, hat sie nicht. Mich gerettet. Oder ist hier jemand drin? Nee. Doch, hier ist jemand drin. Ach, da oben? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Da ist auf jeden Fall auch ein Banner. Ja, ja, nice. Lauf genau durch das Feuer. Hast du recht, Digga. Ja, halt deine Schnauze. Ich komm doch schon. Ah, ich fliegen, Alter. Sieht aus wie, keine Ahnung, Lufthansa oder was? Hier oben! Ach nee, echt? Ich dachte da unten. Alles wird wieder gut. Hier nach. Mir nach. Kami erhörte meine Schreie und schickte euch zu mir. Hab Dank, mein Herr. Jetzt muss ich ja wieder da hochgehen, Siehst du, das bestätigt auf jeden Fall meine Vorhergehensweise, immer erst looten und dann die Leute befreien. Hier eigentlich noch was zu sagen? Nee, ne? Nee. Perfekt. Hör auf zu jammern. Da hinten ist wieder ein Bär. Thank you.
Okay, wenn du der Meinung bist, du musst hier mit Feuer ankommen, dann fick dich, ey. Oh, da ist wieder die heiße Quelle. Bro, ernsthaft jetzt? Digga, selbst die scheiß Musik hat schon aufgehört, ne? Ey, es ist so lächerlich, ey. Ja, halt deine Schnauze, Digga. So, reicht mir jetzt. Ja, man ist immer gut, Spiel. Nachdem sie die Yarikawa-Rebellion gestoppt hatten, erholten sich Vater und Onkel in einem Onsen. War das hier? So, das ist wieder weiter weg. Immer noch weiter weg. Heilige Scheiße. Oh Gott. Ach so, lol. Ja gut, dann hätte ich ja auch mit meinem Pferd hier rüber reiten können. Wait a second. Aber da scheint nichts zu sein, weil wir haben es hier aufgedeckt. Bro, das muss was sein. Aber hier siehst du nichts. Oh, ist das sass, Alter. Wie weit denn jetzt noch? Achso. Müsste. Ah, wahrscheinlich hier oben drauf. Ja. Wir machen das zweite. Die Samurai. Mein Onkel. Ich kann niemals zurück. Das muss ich akzeptieren. Laufen und Sprinten verursachen keine Geräusche mehr. Okay. Ein wahrer Samurai braucht keine Kleidung. Jin Sakai nach zu viel Sake. Ist gut.
Ja, Moment, heißt das jetzt, wir haben alle, ne, zwei heiße Quellen gibt es noch. Okay, aber das geht auf jeden Fall nicht mehr, weil das haben wir jetzt alles. Das haben wir auch komplett. Dafür müssen wir rechts hoch. Das ist auch ein Stück. Mongolisches Gebiet, nice. Dann können wir hier Party machen. Digga, ihr habt doch echt eine Klatsche, Jungs, ja. Guten Tag. Mahakala-Maske. Die buddhistische Schutzgottheit Mahakala wird auf viele verschiedene Arten dargestellt, meistens jedoch als imposante Gestalt mit schwarzem Gesicht, drei Augen und einer Krone aus fünf Schädeln, die die Transmutation negativer Leidenschaften, die fünf Kleshas, in die fünf Weisheiten symbolisieren.
Mahakalas Einführung in die mongolischen Schamanenrituale ist nur ein Beispiel für den Einfluss, den der tibetanische Buddhismus auf die Nomadenstämme der asiatischen Steppe hatte. Gut. Warte mal, das ist doch... Was ist denn das? Leitender Wind. Was zeigt der nochmal? Zeigt alle, die das Aussehen ändern. Und wie viel habe ich davon schon? Ja, da fehlen sowieso noch ein paar, ne? Das heißt, eigentlich können wir jetzt an der Stelle dann die Folge beenden und machen bei den nächsten dann einfach weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir das Gebiet noch machen. Wir müssen mal gucken, wie es mit Izumi hier aussieht, warum das nicht funktioniert. Hier können wir ja nicht hin zurück. Bevor wir nicht das Game beendet haben anscheinend. Ja, und dann können wir auch so langsam uns um das Finale hier kümmern. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch geht. Alles klar. Also YouTube, wie es weitergeht bei Ghost of Tsushima, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Peace.